Meine Güte! Wir kommen einfach nicht nach Spikeford rein. Wie lange sollen wir uns denn noch die Beine in den Bauch stehen? Wie sollen wir denn jetzt den Unlichtarena-Knight zum Kampf herausfordern? Wieso haben die das Rolltor runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Orden nie. Das Pokémon trete es ein. Hey, Lee, hier drüben. Eine Stadt mag schon so heruntergekommen sein. Für die Pokémon und Menschen, die dort leben, ist es immer noch ihr Zuhause. Meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikeford rein. Ja, das haben wir doch gerade schon mal gehört. Ich kombiniere, ihr habt alle nur Scheiße zu sagen. Und es ist... nervig! Yo, Bob, ich muss ein paar Level aufholen. Overdrive. Siehst du mal, jetzt kommen die Level gepurzelt. Aber eigentlich wollte ich jetzt nur mal schnell da so lang. Nein, sondern so eine Avocado-Qualle. Geh weg. Megablock. Schön. Brauche ich nicht. Was bist du? Ein Miauz. Bob. Mach mal laut. Können Katzen überhaupt nicht ab. Da gebe ich Mo einfach sämtliche dieser Erfahrung. Das wollte ich ja gar nicht. Mal eben so vom Nesthäkchen zu meinem stärksten Pokémon geworden. So was habe ich gerne. Gut, ich glaube, ich kann mich wieder ausblenden. Spikeford ist meine Heimatstadt. Ich habe den Text übersprochen, verdammt. Deshalb weiß ich ja auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du in die Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen. Aber da wir Rivalinnen sind, musst du mich zuerst in einem Kampf besiegen. Okay. Dann bin ich wieder da. Oder auch nicht. Wir haben uns beide als Arena-Challenger bis hierher vorgekämpft. Ach, warte, das ist sie. Wir haben uns beide als Arena-Challenger bis hierher vorgekämpft. Und wie ich dir ja schon mal gesagt habe, respektiere ich dich als Rivalin. Aber für mich hängt viel davon ab, dass ich gewinne. Ich darf einfach nicht verlieren. Dann zeig mal deinem Fanclub mal, wer hier die Hosen anhat. Also ich, weil du trägst ein Kleid. Aber... seht euch alle diese sehr ausgereifte... Animation an. Ich vergaß. Na dann, Mary, los geht's. Juhu, boy. Haben wir es doch gerade schon kaputt gemacht. Bob, mach laut. Damit du es weißt, ich bin auch stärker geworden. Ich werde allen meinen Gegner fertig machen. Na dann los. Ich bin deine Gegnerin und werde jetzt gemein zu deiner Katze sein. Hey, hey, wieso ist die Katze zuerst gemein zu mir? Auf Bob zu foltern, jetzt folter ich dich zurück. Berechtigt. So, noch Fragen. Nein, gut. Als nächstes Irokex. Ach du Scheiße. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Nämlich würde ich gerne mal Mo ausprobieren. Ob das jetzt rüberkommt, das Ding. Na du? Ah, hast du die Hosen noch am Manne?
könnte einen Wutanfall machen, dann ist der Kampf vorbei. Mach mal eine Dunkelklaue. Okay. Das wollte ich wissen. Na, in dem Fall Wutanfall. Mo ist verwirrt. Und macht sie selbst kaputt. Mo, noch ein Wutanfall. Toxiquark, möchte ich wechseln. Müsste irgendeinem Pokémon mal eine Psycho-Attacke beibringen. Hat der noch irgendwas? Darf nicht. Sari wäre eine blöde Idee. Nehme ich wieder Bob. Bob musst du eh aufholen. Hast du den Eindruck, das wird Bobs Arena? Mal wieder. Und deswegen haben wir ihn ja dabei. Und um die Spannung aufrechtzuerhalten, hat er auch keine der Bonbons abgekriegt. Das war alles Absicht. Hey, warum seid ihr alle schneller? Reicht. Als nächstes Morpeko. Nö, das will ich alleine auseinandernehmen. Von meinen Rivalen habe ich nichts anderes erwartet. Du weißt, wie du mir einzuheizen hast. Aber immer doch. Okay, das lassen wir mal. Der Rest muss auch nicht sein. Andererseits wollen wir mal unseren neuen tollen Gifthieb ausprobieren? Ja, ne? Mach mal, Bomb. Ein Gifthieb mit dem Fuß. Naja. Okay, was haben wir als nächstes? Wie, schon vorbei. Was hatte das denn? Meine Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, was sie drauf. Tut mir leid. Ich wollte Mo mal ausprobieren. Ist voll nach hinten losgegangen, weil dein beklopptes Irokex ihn gleich verwirrt hat. So war das nicht gedacht. So langsam verstehe ich, warum Morpeko so an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Aber eins sag ich dir, ich werde meine Freunde aus Spikeford aufheitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht. Ich werde alle 8 Orden sammeln und erneut gegen dich antreten. Beim Champ Cup bekomme ich meine Revanche. Klar, kriegen wir hin. Denke ich mal. So, nun wird's Zeit, mein Versprechen einzuhalten. Los, mir nach. Du meinst, ich soll jetzt diesen total geheimen Geheimgang folgen, der da einfach so direkt vor mir ist? Nein, ein Kloptopus. Komm mal her, ich brauche ein Opfer. Na, du Bekloptopus. Zieh die Fäuste ein, Alter. So, Gifthieb oder Matschbombe? Nehmen wir noch die Matschbombe, ne? Müsste ja immer noch ein Kampf-Pokémon sein, dementsprechend empfindlich gegen Gift. Sollte eine Matschbombe reichen, sage ich doch. Danke! War das überhaupt sehr effektiv oder habe ich mich da gerade einfach nur so auf schlau getan? Ich habe keine Ahnung. Egal, weg ist der Kloptopus. Spikeford. Das war's mit der Cutscene. Ich bin mal gespannt, wie viele dieser Räume diesmal begehbar sind. Einmal nicht. Das Pokémon Center kann ich betreten. Und ich werde gleich wieder rausgeschmissen, weil ich blöd bin. Hey, du, wag es ja nicht, Marys Morpeko zum Weinen zu bringen. Aber ich mag es, wenn es weint. Hm.
Du bist hier, daran können wir wohl nichts ändern. Dann geh und fordere Ness heraus. Ich dachte mir schon, dass ein Trainer, der es bis nach Spyfall geschafft hat, eine bestimmte Aura ausstrahlen würde. Wo ist dein Iro und deine komische, hässliche Uniform? Mir reicht's. Ich bin irgendwann nach Spikeford wieder da, weil das ist mir gerade zu viel hin und her geschaltet. Bis nachher. Wenn das Rolltor geschlossen ist, hält das die ganze Arena-Challenge auf. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde es herausfinden. Hier, die ist für dich. Ich habe zu viele davon. Viel Erfolg. Liegekarte von Ness erhalten, ja wunderprächtig. Hallo und willkommen in Spikeford. Ich hoffe, du bist bereit für die Arena-Mission. Es geht nämlich gleich schon los. Aber vorher muss ich dich noch bitten, in deine Uniform zu schlüpfen. Aber ich habe gerade vergessen, das Barrikadax zu fangen, was ich fangen wollte. Ist egal. Kann ich wieder gehen? Wenn du zum Arena-Leiter willst, musst du schnurstracks in diese Richtung weitergehen. Aber das Barrikadax... Wenn du zurückgehst, geht die Arena ein bisschen automatisch als fehlgeschlagen. Willst du das? Nein. Wieso muss ich in diesen hässlichen Klamotten durch eure Stadt rennen? Und wo habe ich mich umgezogen? Egal. Hey, Arena-Challenger. Willst du hier durch? Zu dumm. Ich will dich nämlich nicht durchlassen. Ah, nee, echt? Das ist eine klassische Pattsituation. Du willst durch und ich will dich nicht durchlassen. Tja, haha. Plattmatt, würde man euch da sagen, ne? Da gibt's nur eine Lösung. Lass uns kämpfen. Na dann. Kabel, was das Zeug hält. Ui, ein Gradax. Los, Bob, mach weg. Von was für Leveln reden wir? 42. Ich sollte meinen Überschallknall in den Overdrive aufteilen. Andererseits, das Viech da müsste eigentlich einen Gifthieb vertragen. Beziehungsweise nicht vertragen. Ich probiere es mal. Ja, geht genauso gut. Dass ich nichts gegen Unlicht habe, heißt nicht, dass ich undingsig bin gegen Unlicht. Wehrlos. Hey, Bob, holt auf. Deine Pokémon haben meine Verteidigung ganz einfach links liegen lassen. Welche Verteidigung, wenn ich fragen darf? Das war gemein. Ich hatte mich extra zwischen diesen Wänden auf die Lauer gelegt, um dir aufzulauern. Ah, nee, wirklich? Aber jetzt, wo ich verloren habe, ist das alles eh Jacke wie Hose. Nee, Jacke wie Banane. Ich muss dich wohl oder übel durchlassen. Na los, geh schon. Was mit deiner Freundin da?